Sehr verehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ ist meiner Meinung nach auch längst schon zu einer Zerreißprobe für die ÖVP Oberösterreich geworden. Man hat sich viel gefallen lassen oder gefallen lassen müssen und es stellt sich sicher die Frage, wann ist für die oberösterreichische ÖVP genug eigentlich genug? Es gibt die engen Verstrickungen der FPÖ mit den Identitären. Wir haben ein Rattengedicht lesen müssen. Es gibt die Nominierung des Odin Wiesingers in den Landeskulturbeirat. Und ich möchte schon auch noch daran erinnern, es hat eine Rede von Landesrat Podkoschek vor der AfD gegeben, wo er im Endeffekt ganz klar gesagt hat, der ORF gehört neutralisiert, die Justiz ist ideologisch unterwandert, die Medien sind also entsprechend linksgerichtet, er hat die katholische Kirche angegriffen und er hat vor allen Dingen immer gesagt, es soll auch parteipolitische Postenbesetzungen in staatsnahen Unternehmungen geben, wenn man wirklich die Macht in diesem Staat übernehmen möchte. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Rede, die also, oder mit dem Video, das Ibiza-Video und dem, was Podkoschek gesagt hat, ist eigentlich nur mehr nur der einzige Unterschied, dass der Podkoschek nicht betrunken war. Und Strache schon. Und daher, glaube ich, war der Rücktritt von Landesrat Podkoschek auch ein längst überfälliger Schritt. Wir haben am 5. Juli im Landtag den Antrag gestellt, Podkoschek alle Zuständigkeitskompetenzen zu entziehen. Ich habe sogar eine geheime Abstimmung beantragt. Das ist die ÖVP diesem Antrag nicht näher getreten. Und es ist eigentlich immer der gleiche Kreislauf. Zuerst sagt man, man distanziert sich natürlich von diesen Aussagen. In weiterer Folge gibt es dann ein entsprechendes Gespräch und dann wird weiter regiert. Und ich glaube, es ist Zeit, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ich glaube, dass auch Oberösterreich inzwischen vor allen Dingen auch international Schaden von dieser Art der Politik genommen hat. Die Ibiza-Affäre ist die Spitze eines Eisberges und lässt uns tief in Abgründe blicken. Und ich greife wirklich auf die Worte des Bundespräsidenten zurück, der gesagt hat, nein, so sind wir nicht, so ist Österreich nicht. Und ich möchte ergänzen, so ist Oberösterreich nicht. Und ich kann also die ÖVP nur auffordern, sich endlich von der FPÖ loszueisen, andere Mehrheiten für eine Politik in Oberösterreich auch zuzulassen. Ich glaube, das haben sich die Menschen und das Land verdient. Als Landeshauptmann trägst natürlich du, Thomas, stellst du die große Verantwortung für dieses Ansehen dieses Landes auch zu sorgen. Ich kann nur auffordern, erstens dieses Ansehen Oberösterreichs nicht länger auf das Spiel zu setzen, den Mut zu haben, die Zusammenarbeit mit der FPÖ entsprechend aufzukündigen und Gespräche für neue Mehrheiten in diesem Land aufzunehmen. Ich möchte wirklich festhalten, es gibt diese neuen Möglichkeiten, sowohl Mehrheiten im Landtag als auch in der Regierung jenseits der FPÖ zu finden. Und jetzt noch zu dem, dass ihr wahrscheinlich alle wisst, dass ich kein Freund der Proporzregierung bin. Also wir haben vor 20 Jahren den ersten Antrag gestellt, ihn abzuschaffen. Wir haben in der ersten Sitzung des Oberösterreichischen Landtages auch diesen Antrag wieder eingebracht und da ist mir immer gesagt worden, wenn es also irgendwie Schwierigkeiten gibt und Regierungen und so, dann ist es gut, mehrere Standbeine zu haben und den Proporz zu haben. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass man hier entsprechend die Karte des Proporzes zieht, denn es gibt Mehrheiten jenseits der FPÖ in der Bildungspolitik, da brauchen wir uns nicht mehr unterhalten über die Deutschpflicht am Pausenhof, es gibt Mehrheiten jenseits der FPÖ bei der Sozialpolitik und wir brauchen nicht mehr den Armen die Mindestsicherung kürzen, obwohl es im Endeffekt nicht notwendig wäre und die gibt es auch beim Klimaschutz. Natürlich sind Neuwahlen eine Option und wir fürchten uns auch nicht davor. Aber man muss ganz klar sagen, wenn wir weiter das Proporzsystem haben, dann ist nach einer Wahl genauso die FPÖ in Regierungsfunktion und daher braucht es zuerst die Aufkündigung des Arbeitsübereinkommens mit der FPÖ. Es braucht andere Regierungs- und Landtagsmehrheiten und wir brauchen die Abschaffung des Proporzes. Daher werden wir diesen Antrag
auch, und das sage ich auch dazu, auch aus Gründen der Stabilität nicht unterstützen. Ich glaube, more of the same ist für uns keine Lösung. Danke.